Hi, ich bin der Mike, ich bin stark übergewichtig und ich lebe mitten in Deutschland. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass man es natürlich so einfach hätte wie jemand, der schlank ist. Ich habe keine Chancen bei Frauen. Die Motivation ist meine Gesundheit. Also dieser Körper hier, das ist einfach ein Gefängnis. Ich sage immer so schön, die Frau muss Spagat können bei dem Körperumfang, ne? Wie viel wiegst du? Ich wiege zurzeit knapp 178 Kilo. Ist es unverschämt, dich das zu fragen? Also mich persönlich nicht. Ich habe einen lockeren Umgang damit. Ich kann damit ganz gut umgehen. Aber es ist schon eine persönliche Frage. Diese Frage sollte man nicht jedem stellen, weil es gibt die einen oder anderen, die damit nicht so locker und souverän umgehen können. Hast du einen favorisierten Ausdruck für dein Gewicht? Wohlgenährt, völlig, beleibt, übergewichtig, stark übergewichtig. Wie man es nimmt. Was sagst du zu absaugen anstatt abnehmen? Ganz ehrlich, bei meinem Gewicht, ich kenne mich jetzt nicht so blendend aus, aber ich glaube, dass das gar nicht möglich wäre bei meinem Gewicht. Aber selbst wenn das möglich wäre, würde ich persönlich mich nicht in Risiken stellen wollen. Und ich habe ja die Ursache nicht besiegt, die psychischer Natur sind, die mich immer dazu verleiten lassen, dass ich esse. Man neigt dann auch schnell zu Suchtverlagerungen. Wenn man das Problem nicht erkannt hat, dann ist man zwar irgendwann dünn, aber immer noch unglücklich. Hey Leute, wenn euch das Video gefällt, abonniert doch mal den Kanal Mitten in Deutschland. Ich kann es euch nur empfehlen. Bist du zufrieden mit dir selbst? Mit mir als Person schon, also mit meiner Persönlichkeit. Ich mache das nicht mehr von meinem Gewicht abhängig. Das war früher der Fall, aber mit meinem Körper definitiv nicht. Verursacht dein Gewicht Probleme in der Liebe? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass man es natürlich so einfach hätte wie jemand, der schlank ist. Aber wenn man ein selbstbewusstes Auftreten hat und sich nicht hinter seinem Übergewicht versteckt, aus sich herausgeht, dann hat man auch Chancen. Man sollte sich nicht aufgeben und sagen, ich bin übergewichtig, mich möchte niemand, ich habe keine Chancen bei Frauen. Das kann ich so nicht bestätigen. Auf welchen Körpertyp stehst du selbst? Also, wenn ich mir etwas aussuchen müsste, dann natürlich auf schlanke Frauen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Aber das Wichtigste ist der Charakter. Hat man mit 180 Kilo anders Sex als dünne Menschen? Ja, also das auf jeden Fall. Ich sage ja immer so schön, die Frau muss Spagat können bei dem Körperumfang, ne? Wenn man zugange ist. Und da muss man auch immer aufpassen, mit dem Gewicht die Frau nicht zu erdrücken. Wobei es ja auch Frauen geben mag, die darauf stehen. Das gibt es auch. Die das als so eine Art Fetisch sehen. Alles schon erlebt. Geht es anderen dicken Menschen noch schlimmer als dir? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich war nicht immer so lebensfroh. Es gab Zeiten, ich habe mich zurückgezogen, jahrelang, mehrere Jahre mich verurteilt und mich so nicht akzeptieren können. Und das hat es einfach schwieriger gemacht, weil man dadurch noch mehr dazu geneigt hat, zu essen, sich zu verteufeln. Und jetzt, wo man sich selber mehr liebt, macht es vieles um einiges leichter. Ist dein Gewicht eine Krankheit? Ja, ich würde schon sagen, dass es aus einer Krankheit entstanden ist. Die ist psychischer Natur und deswegen sollte man das nicht immer darauf schieben, dass jemand, der stark übergewichtig ist, selber schuld daran ist und einfach zu faul und undiszipliniert. Warst du schon als Kind dick? Ja, ich war auch schon als Kind dick. Das fing bei mir an im Alter von 7 Jahren und hat sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben gezogen. Was motiviert dich abzunehmen? Die Motivation ist meine Gesundheit. Weil ich bin ganz ehrlich, auch mit weniger Gewicht wäre ich nicht selbstbewusster. Also ich habe schon angefangen, mich selbst zu lieben. Aber die Motivation sollte die Gesundheit sein, weil das Gewicht wirklich total ungesund ist. Wem sage ich das? Ich glaube, das weiß jeder. Und die Beeinträchtigungen, die man dadurch hat. Man ist schnell aus der Puste. Dieser Körper hier, das ist einfach ein Gefängnis. Das ist so und es wird so bleiben. Und deswegen möchte ich von diesen Funden loskommen. Kann man übergewichtig glücklicher sein? Ich finde, da lügt man sich selbst in die Tasche. War ein paar Kilo zu viel, okay. Aber wenn man schon übergewichtig ist, stark übergewichtig, ist das ein Schutzmechanismus. Man kann sich mit diesem Gewicht nicht wohlfühlen und sollte sich dem stellen, auch wenn es ein Schmerz ist, die Ursachen, die zu diesem Übergewicht geführt haben,
natürlich tief in der Seele drinstecken, aber dennoch sollte man sich da nichts vormachen. Auf was freust du dich besonders, sobald du dein Ziel erreicht hast? Ja, also sich unbeschwerter zu bewegen und zu wissen, dass ich vitaler, gesünder werde. Und das ist das Allerwichtigste für mich. Hast du Tipps gegen Unzufriedenheit mit seinem eigenen Körper? Ich würde diesen Leuten sagen, sofern man etwas ändern kann und das wirklich die Gesundheit beeinträchtigt, sollte man dies tun. Aber ich würde auch den Leuten sagen, man soll nicht immer das Haar in der Suppe suchen, je nachdem, um was es geht. Wenn es jetzt nicht um das Übergewicht geht, wenn man vielleicht eine etwas zu große Nase hat, dann sollte man auch nicht immer versuchen, alles verändern zu wollen und an sich selbst arbeiten, Selbstakzeptanz, Selbstliebe, wenn es natürlich ein Makel ist, das auffällig ist und jemanden sehr belastet, dann kann ich natürlich verstehen, wenn man etwas verändern möchte, aber man sollte daran arbeiten, sich selbst zu lieben. Wenn euch das Ganze hier neugierig gemacht hat und ihr mich bei meinem Kampf gegen die Funde begleiten wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt mir gerne auf Insta folgen, Mike-100, oder schaut doch mal auf YouTube vorbei. Dort heiße ich einfach Mike.